Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir für euch, ein neues Video von Savage Scooters. Wir stehen in meiner Halle und stehen vor einem LML-Rahmen. Und zwar LML-Rahmen vom Scooter Center in Köln. Dazu muss ich Folgendes sagen. Es sind noch welche verfügbar. Also für alle Speedfreaks, die noch eine Restauration planen, wo der alte Rahmen Schrott ist und sie keine Alternative haben, weil mit Schweißen und so weiter nichts mehr geht, besorgt euch einen LML-Rahmen. Das ist zwar ein T5-Rahmen, es sind nur noch T5-Rahmen da, aber ihr könnt aus dem LML-Rahmen, aus dem T5-Rahmen ganz leicht eine normale PX-Karosse machen. Ihr müsst einfach nur dieses angeschweißte Heck entfernen. Das werde ich auch machen. Ist auch im Grunde ganz simpel, ihr braucht nur die Schweißpunkte aufbohren. Das zeige ich euch in einem der nächsten Videos, weil ich möchte kein T5-Heck haben, sondern ein PX-Heck haben. Aber gut, das kann ja jeder machen, wie er will. Für mich, in diesem Fall, möchte ich gerne aus diesem T5-Rahmen eine PX machen. Und das ist ganz einfach, einfach nur das Heck abnehmen. So, aber, also, nochmal der kleine Tipp. LML-Rahmen sind noch verfügbar. Die sind sogar, glaube ich, auch im Preis gesenkt, weswegen ich mir nämlich auch einen gekauft habe. Und eine wunderbare Alternative. Ganz interessant bei dem LML-Rahmen ist, wir haben hier vorne eine PX-Front. Das ist zwar ein T5-Heck, aber die Front ist ganz normal PX. Das heißt, die Lenkstange, die hier reinkommt, ist eine ganz normale PX-Lenkstange. Bedeutet auch, dass der T5-Lenker, den ich persönlich sehr geil finde, eine PX-Aufnahme hat. Das heißt, der LML T5-Lenker, der hier mitgeliefert ist, hat eine PX-Gabelaufnahme und keine traditionelle T5-Gabelaufnahme. Sehr interessantes Feature. Über den Punkt des Tachos müssen wir uns zu einem späteren Zeitpunkt mal unterhalten, weil die sind relativ rar. T5-Tachos zu kriegen, das ist mittlerweile wie ein Sechser im Lotto. Ich weiß, wer noch einen hat, aber ich weiß auch, dass er mir den nicht rausrückt. Nicht wahr, Kölle? So, also, nichtsdestotrotz. Jetzt seid ihr im Grunde eigentlich gefragt. Und das ist auch der Hauptgrund, warum ich dieses Teaser-Video mache. Was machen wir aus dem Rahmen? Also für mich steht fest, der Arsch kommt ab, da kommt ein PX-Arsch hin. Also T5 fliegt runter. PX-Arsch kommt hin. Was machen wir aus dem Roller? Jetzt seid ihr gefragt. Und ich brauche euch dazu wirklich, weil ich will wieder einen Custom-Roller bauen für das Jahr 2023. Aber ich brauche ein paar Ideen. Oder ich hätte gerne ein paar Ideen von euch. Das heißt, meine Bitte jetzt an euch. Bitte jetzt unten in die Kommentare schreiben, was ihr haben wollt. Totale Eskalation, einen edlen Roller in einem edlen Lack, in einem edlen Design, mit edler Sitzbank, eher zurückhaltend, schick oder wirklich wieder ein abgespacedes Custom-Projekt. Was auch immer. Wenn ihr Ideen habt, vor allen Dingen geile Farben. Ich habe eine Farbe im Kopf, ich habe wirklich eine geile Farbe im Kopf, wo ich glaube, dass die auf diesem Roller phänomenal gut aussieht. Gibt es bisher auch noch auf nicht einem einzigen Vespa-Roller dieser Welt diese Farbe. Die einzige Kontrastfarbe, die dazu funktioniert, ist allerdings weiß. Und weiß an einer Vespa, das brauchst du so nötig wie ein zweites Loch im Hintern. Also, jetzt seid ihr gefragt und ihr könnt maßgeblich euch daran beteiligen, wie dieses Custom-Projekt im Jahr 2023 dann aussieht. Bitte in die Kommentare, alles was euch einfällt, Hashtag, verlinkt, irgendwas, egal was, ich lese mir alles durch, ich gucke mir alles an, ich nehme jeden Tipp dankend auf und freue mich auf alles, was ihr dazu schreibt. Bitte helft mir und sagt mir, wozu ihr Bock habt, was ihr gerne mal sehen würdet. Es gibt so viele geile Custom-Roller. Ich werde das Rad nicht neu erfinden können. Aber vielleicht finden wir irgendwas, was es so noch nicht gab. Derjenige, der immer das baut, was es noch nicht gab, das ist der Marek aus Hamburg. Auf diesem Niveau werde ich das nicht bauen können, weil ich einfach diese Möglichkeiten nicht habe, wie der Marek hat. Marek, Grüße gehen raus. Schon sehr beeindruckend, was du so baust. Aber auf dem Niveau werde ich nicht bauen können. Ich habe die Möglichkeiten nicht. Aber ist egal. Ich habe sehr, sehr viele gute Freunde, die mir helfen würden. Ich habe ein gutes Netzwerk. Wir kriegen doch schon was Geiles hin. Aber gebt mir Input. Viele von euch waren in Köln auf der Custom Show und haben sich angeguckt, was es alles so gibt. Auch ich habe mir viele geile Roller angeguckt. Ich habe mir viel Inspiration geholt. Und ich glaube, dass wir einen geilen Roller bis 2023 damit auf die Beine kriegen. Ob ich den zum Saisonbeginn auf die Beine kriege, glaube ich nicht. Aber ist ja egal. Wir haben ja Zeit. Aber ich brauche euch. Jetzt seid ihr gefragt. Also bitte helft mir. LML T5
T5-Rahmen vom Scooter Center. Bestellnummer blende ich euch ein und den Link unten mache ich in die Infobox und dann könnt ihr euch den LML-Rahmen kaufen. Es sind nicht mehr so viele da, also ihr könnt euch aus diesem Rahmen eine PX bauen. Ihr braucht nur hinten den Arsch abnehmen. Ne? Also ihr könnt T5 oder PX oder eine Mixtur aus beiden machen. Schaut nach, guckt nach, ich verlinke euch alles. Ja, jetzt bin ich wirklich sehr gespannt. Also ich zähle auf euch, ich hoffe ihr macht mit und lasst was in den Kommentaren da. Ich freue mich tierisch drauf und dann gucken wir mal, was wir Geiles hinkriegen. Und vor allen Dingen, was mich auch interessieren würde, was könntet ihr euch für einen Motor vorstellen? Gleich vorweg, einen 306er oder einen 407er wird es nicht geben. Das ist lebensgefährlich und ich will, dass das Ding gefahren wird. Ich weiß noch nicht, ob ich den behalte oder ob ich den verkaufe. Das heißt, ihr solltet nicht ganz so abgespacete Ideen haben, weil der sollte im Idealfall auch auf die Straße kommen. Also lasst die Kirche im Dorf. Ich freue mich auf eure Kommentare und an dieser Stelle würde ich sagen, wir beginnen jetzt ein neues Projekt mit eurer Hilfe und das wird mega spannend. Das Scooter Center ist übrigens auch dabei. Das Scooter Center hat gesagt, Junge, wenn du wieder was Geiles baust, wir sind dabei und lassen wir uns überraschen, was kommt. In diesem Sinne, wenn ihr rausgeht, fallt nicht in Schnee, es schneit tatsächlich gerade bei mir und bleibt hässlich. Und ich freue mich auf eure Kommentare und wir sehen uns im nächsten Teil. Tschüss.